Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier weiter in unserer Hausstadt unterwegs, die immer weiter wächst. Wie ihr seht, da kommt schon wieder ein neues Gebäude. Und genau, wir brauchen wieder mal mehr Einwohner, habe ich das Gefühl. Ja, schaut euch das an. Die Nachfrage ist nicht überall so zu 100%. Und genau, da würde ich vorschlagen, können wir einfach weiterbauen, genau. Ja, machen wir das direkt. Weil es ist tatsächlich so, dass wir es mittlerweile so gut geschafft haben mit dem SimCity 4 Let's Play. Auch durch unsere Vorbereitung in den letzten einigen Folgen, dass wir hier tatsächlich einfach nur Wohngebiete dazu bauen können. Und den Rest einfach rechts sein lassen können. Ja, es ist halt so. Und einfach weiter wachsen können. So, okay, dann würde ich vorschlagen, mach das mal so, genau. Und ja, dann geben wir euch eine Verkehrsanbindung. Ja, ihr merkt es, es geht direkt hier weiter. Ist einfach krass, wie gut das läuft. Also, ich bin selber überrascht. Also, dass es so gut laufen würde, hätte ich mir niemals erträumen lassen. Wirklich nicht. Richtig krass, ja. Aber nun gut, muss halt auch mal sein, ne? Und ja, dann schauen wir mal weiter, wie unsere Hauptstadt hier weiter wächst. So. Hier machen wir mal keine Einbahnstraßen hin. Aber wir brauchen hier eine Autobahnauffahrt. Kriegen wir hier eine Autobahnauffahrt hin, zufällig? Schade. Leider nicht, okay. Nicht schlimm, Freunde, nicht schlimm. Machen wir es einfach so. Zack. Dann seid ihr nämlich hier eure Verkehrsanbindung und ihr kriegt weitere Bäume. Ihr kriegt wieder eure Bäume hier rein. So. Sehr cool. Stadtwald ist auch da. Und genau. Oh, die Villa sieht schön aus hier. Die werde ich diesmal auch nicht abreißen. Die Steinvilla. Gut. Genau, dann machen wir hier noch ein paar Bäumchen rein. Ich glaube, das fehlt noch. Ihr hattet ja erwähnt, ne, dass mein Umweltwert ein bisschen zu wünschen übrig lässt in der Hauptstadt. Hier der Wert. Das ist leider tatsächlich so. Aber wie gesagt, ich glaube, wir können da nichts dran machen. Es ist, glaube ich, ein bekannter Bug in diesem Spiel, dass die Umwelt quasi immer leidet. Na, das ist ein bisschen. Ist ein bisschen doof gemacht, finde ich. Auch wenn man überall Wälder hat. Also ihr habt es ja schon gesehen. Ja, wir haben ja schon mehr Wälder als vorher. Hier in dieser Stadt. Und da ist wieder ein Geschenkchen. Nein, danke. Ihr seht es ja, wir haben so viele Wälder, wie es nur geht hier. Und aber trotzdem irgendwie langt es nicht. Und naja. Ach, das ist weg. So. Jetzt ist die Villa weg. Och, Mensch. Hallo. Hörst du mal auf? Spiel. Bau mal was Vernünftiges hier hin, Mensch. Ui, was ist. Wow. Das sieht schick aus hier. Na, Tower Residence. Yo. Richtig cool. Und ja, wie gesagt, also der Umweltwert. Ich weiß nicht, wie wir den noch hochkriegen sollen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das sich nicht verhindern lässt, dass der so auf in den roten Bereich geht, sage ich jetzt einfach mal. So, dann machen wir hier noch ein Gewerbegebiet hin, würde ich vorschlagen, weil die Leute schreien wieder nach Jobs. Oder auch nicht. Naja. Egal. Nö, dann machen wir hier ein Wohngebiet hin. Erstmal ohne Einbahnstraßen tatsächlich. So, genau. Weil da können sie sich, die können sich schon nicht beschweren, weil die haben ja alles Mögliche hier an Verkehrsinfrastruktur und Wäldern und allem. So. Dann, genau, machen wir hier an die Autobahn, machen wir hier noch so ein paar Wälder hin. Oder warum ziehen die nicht zu? Warum zieht ihr nicht zu? Habt ihr Wasser? Ihr habt Wasser. Okay. Gut. Dann mach hier halt ein paar Bäume hin.
Auch wenn die wieder bei der Autobahn unten rauskommen, aber ist ja egal. Und ja, ich werde vor. Oder sollen wir doch hier mit einer Heimat. Nee, das geht ja nicht. Ne, die ist ja. Wartet mal, wobei, das hier können wir als Einbahnstraße machen. Das ist kein Problem. So, das hier können wir Einbahnstraße. So, genau. So. Wunderbar, und dann sollte die eigentlich jetzt, ja. Da können wir 3x3 Gebäude hinmachen. Sehr cool. Ihr solltet jetzt eigentlich genug. Ja, genau. Ich wollte schon sagen. Gut. Dann habe ich noch eine andere Idee, was wir hier noch hinmachen können. Und zwar können wir das einmal so machen. Und dann hier auch noch. Wow! Schick. 3x3 Gebäude. Hier auch nochmal ein 3x3 Gebäude rein. Und hier unten eine Bushaltestelle hin. Die schön mit der U-Bahn verbunden ist. Ach, mit der U-Bahn. Mit der Autobahn. Ja, das ist auch so geil hier, ne? Die Bushaltestellen sind mit der Autobahn verbunden. Eigentlich total bescheuert, aber ist okay. Gut. U-Bahn kriegt er noch. So, schön hiermit verbinden. Damit auch ja der Verkehr nicht, ja. Nicht so ein großes Problem wird, sag ich einfach. So, dann baut hierhin los. So, dann haben wir nochmal hier schön die Bäume. Schönes Autobahnkreuz rein. Ja, perfekt. Schaut euch das an. Das ist gut. Das läuft einfach so gut. So, das hier können wir dann ja. Genau. Oder? Ja, Einbahnstraße ist verbunden. Perfekt. So. Dann brauchen wir. Wir brauchen eigentlich nur noch mehr Einwohner. Und das hier gefällt mir wieder nicht. Mensch. Wenn es so weitergeht, mache ich euch jetzt hier so. Zack. So, verdammt nochmal. Nichts hier mit Geschenke, sondern schön stylische Gebäude. Ah. Der große Sport in Neustadt. Stadion für erste Liga vorgeschlagen. Jawohl. Ein Erstligastadion. Sehr gerne. Sehr gerne. Ha. So. Sehr cool. Das heißt, wir kriegen auch mehr Attraktivität hier rein. Hiski schreibt uns an. Hallo YouTube. Ja, hi Hiski. Sehr cool. Grüße erstmal an dich. So. Alles klar. Dann. Jawohl, es läuft. Es läuft. Okay. Gut, dann machen wir hier nochmal ein paar Wälder rein. Ja. Wälder, 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 damit ihr hier nicht rummeckert. Und genau. So, schön. Schönes Baseballstadion hier, guckt mal. Und genau, dann. Können wir hier. Ja, ich würde vorschlagen, wir bauen jetzt hier an den Rand erstmal weiter. Und zwar. Was sollen wir hier in der Nähe vom Flughafen machen? Machen wir lieber Jobs hin, oder? Ja, machen wir lieber Jobs hin, tatsächlich. Brauchen wir erstmal nicht. Aber erstmal hier am Ende auf jeden Fall eine Station. Und dann machen wir hier. Genau, Allee hin. Einfach eine Allee. So. Machen wir das so. Okay, und dann können wir loslegen, würde ich vorschlagen. Genau, hier kommen Jobs hin. Weil in der Nähe vom Flughafen. Falsch. Weil in der Nähe vom Flughafen wohnen will halt keiner, ne? Wegen der. Kann man verstehen, wegen der Lautstärke. Verdammt. Müssen wir es doch so machen. Okay, ja, aber das passt ja. So. Wunderbärchen. Das passt doch wunderbar hier. Ach du Scheiße, was ist hier für ein Stau? Alter Schwede. Ah. Ja, ich weiß, woran es liegt. Wir brauchen hier Bus- und U-Bahn-Verbindung. Verdammt. Was heißt hier einmal so? Bushaltestelle, U-Bahn-Verbindung. Oh Gott, hier ist aber ein heftiger Stau.
Da, U-Bahn dahin. Und dann hier am besten zwei Plazas. Genau, Plazas. Und da kommen sie doch schon wieder, die Gebäude. Stau ist ein bisschen weniger geworden. So sieht das zumindest aus. Ah, machen wir hier auch nochmal. Oh ja, das ist ziemlich viel Verkehr hier. U-Bahn-Station. Das ist sehr viel Verkehr. Okay. Das wollen wir ja nicht, von daher. Ja. Ja, es ist mini... Wow. Okay. Ja, es ist minimal weniger geworden mit dem Verkehr. Wow, das sieht schick aus. Andy's Plaza Hotel. Ja, unter Denkmalschutz bitte, weil das sieht richtig geil aus. Schaut euch das an. Wow, okay. Sehr cool. Gut, dann machen wir mal... was? Wie? Oh! Hä? Wie ist das denn passiert? Okay, interessant. Ja, da kommt ein Sheraton Hotel. Cool. So, dann... Ah, das macht Spaß, Freunde. Das macht wieder Spaß hier. So. Ne, Sheraton. Ist doch ein Sheraton. Ja, ist ein Sheraton Hotel. Sehr nice. Genau, dann weitere Jobs. 4x4. So. Dann hier hinten noch. Kriege ich nur eine Verbindungsart hin, oder? Ah, ne, kriegen wir doch zwei. Okay. Dann kriegen wir zwei. Dann doch nur eine. Verdammt! Na, dann machen wir hinten eine U-Bahn-Station hin. Geht schneller. So. Wunderbar. Ah, hier haben wir auch wieder so eins. Ah, das ist aber schon unter Denkmalschutz. Okay. Dann mach hier einfach die Plazas hin. So. Sehr schön. Damit sie hier auch ja nicht meckern wegen der Verschmutzung. Ne? So, genau. Oh, das sieht wieder schick aus hier. Dieses Gebäude. Embassy Suites. Yeah. Okay. Das ist cool. Wow. Das ist auch schick hier. Hier, das hier. DR Cleaning Services. Schöner Büroturm. Aber es ist zumindest kein Stau mehr. Es war immer noch viel Verkehr. Ja, wenn wir mal gucken, Verkehr. Ja, hier. Aber es ist zumindest kein Stau. Oder sollen wir hier eine... Wartet mal, ich glaube, wir machen hier auch eine Allee draus. Ist, glaube ich, besser, ne? Wenn wir hier... Ach, verdammt. So. Wenn wir hier eine Allee draus machen. Ist, glaube ich, besser. Dann kann der Verkehr besser fließen. Ja, sehe ich auch so. Aber Moment, das funktioniert doch normalerweise so. Hä? Wartet mal, bin ich jetzt total bekloppt? Wartet mal gerade. Das muss doch so gehen. Ah, hier deswegen wahrscheinlich. Okay. Ja, ich wollte schon sagen, es geht doch. Alles klar. So, Verkehr. Wo bist du? Verkehr da. Ja, seht ihr? Verkehr ist weniger. Ah, wunderbar. Wunderbar. So. Dann brauchen wir hier eine Autobahnauffahrt. Unbedingt. Und, ja, dann... Ob wir die... Kriegen wir so... Ne, kriegen wir nicht. Verdammt. Okay. Heißt dann aber auch, dass wir hier noch ein bisschen weiterziehen müssen. So. Hier unten. Ja. Hier unten. Alles sogar 4x4 hier. Ja, wunderbar, Mensch. Wunderbar. So. Hier oben haben sie eine Monorail, das ist gut. Gut, dann machen wir hier einen Stadtwald rein. Oh, da wartet mal, wir brauchen doch hier auch Einrichtungen, oder? Polizei und so. Ja, brauchen wir.
Okay, dann mache ich Polizei, Feuerwehr und Krankenhaus. Feuerwehr und Krankenhaus bitte für die Leute, die hier gleich einziehen werden, weil wir werden wieder Wohngebiete bauen. Ja, kann hier so hin, genau. Wobei, kann man das, das wäre cool, wenn man das hier verbinden könnte. Schade, natürlich nicht. Aber das hier geht. Auch nicht! Gut, dann müssen wir es anders machen. Krankenhaus bitte, dann eins nach rechts. So. Müssen wir die Straße hier durchziehen. Genau. So, und dann brauchen wir noch eine Monorail hier hinten drüber. Verdammt, das ist schade, dass das nicht geht, ne? So, dann machen wir das so. Die Autobahn dann ebenerdig. Ja. So, okay. Geile Musik hier. Ding, 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 ding. Ah nein, verdammt. 2, 3. Oder 4. Ja, es war 4, ne? So, okay, dann noch ebenerdig. So, dann mach das hier erhöht. Ah, genau. Wunderbar. Da müsste jetzt hier theoretisch die Monorail durchpassen. Ach Mann, es passt wieder nicht. Verdammt. Gut, dann machen wir es anders. Geben wir euch halt noch ein bisschen mehr Platz ebenerdig. So. Was war das? Zum Suchen groß, okay. Können Sie gerne suchen. Ja. So, so geht's. Alles klar, dann haben wir das hier nämlich verbunden. Und speichern. Ganz wichtig, zwischenspeichern. Nicht, dass das abspielt. Beziehungsweise, was ist hier los? Was ist hier los? Okay, wir brauchen Jobs. 538.000 Einwohner, okay. Wir brauchen mehr Jobs auf einmal. Ja gut, ich würde vorschlagen, machen wir so. Machen wir so, das ist jetzt unerwartet gewesen tatsächlich. Ich will die aber nicht dahin, ich will die... Ja komm, ist jetzt egal, kommt. machen wir einfach mal so. Kleine Plazas in die Bitte rein. So, und Jobs. Genau, weil ihr seht, eine ärmere und mittlere Einwohner, die wollen nicht mehr hier hinkommen. Warum auch immer. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen mit der Nachfrage. Okay, ich verstehe. Hightech-Industrie. Nachfrage nach Hightech-Industrie. Okay, interessant. Das heißt, wir müssen jetzt zum ersten Mal mal wieder ausschwenken. Und ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler gemacht. Gehen wir mal in unsere Hightech-Industriestadt rein? Oder was ist das hier? Sieht mir nicht unbedingt nach Hightech aus. Nee, nee. Es ist nicht unbedingt Hightech. okay, das heißt... Ja. Hier ist unsere Hightech. Ja. Ja. Wenn sie nach Hightech-Industrie fragen, dann geben wir denen halt welche. Ach, die Umweltschützer. Ja, kommt. Gut, Hightech-Industrie. Ihr könnt ja wohl jetzt mal hier hinziehen, oder? Beziehungsweise hier aufbauen. Ja, okay. Sehr gut. Gut, Sims suchen Büros. Jobs und Bevölkerung. Ja gut, es ist halt voll. Ne? Diese Stadt hier ist voll. Ja, wobei, wartet mal. Wir können ja diese ganzen Kraftwerke hier... Können wir doch eigentlich... Q!
komisch, ne? Hier ist Einwohnernachfrage. Die ganzen Kraftwerke können wir doch umtauschen in ein Atomkraftwerk. In ein Fusionskraftwerk. Guckt euch das an. 7000. Ja, in ein Fusionskraftwerk. Ah! Das stürzt gleich ab, oder was? Warum lag das so? Ah, mein Gott. Ich habe halt die komplette Energiezufuhr jetzt. Ja, erstmal geplättet, ne? Ach, Mensch. So. Okay, dann das Fusionskraftwerk. Sehr gut. Das sollte dann auch erstmal reichen. Oh nein! Es hängt! Verdammt, warum? Oh Gottes Willen, ey. Erschreck mich doch nicht so. Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann haben wir jetzt hier Luftverschmutzung. Ja. Das heißt, wir könnten hier wieder... Ja, wobei, wartet mal. Wir können ja auch den Bäume-Trick machen, ne? Bäume, Bäume, Bäume. So. Und dann haben wir jetzt Luftverschmutzung eigentlich. Müsste eigentlich geringer sein. Ja, guckt mal. Wie ohne das kein Spaß. Warum? Luftverschmutzung ist gering. Genau, und zum Glück haben wir jetzt das Fusionskraftwerk hier gebaut. Schaut euch das an. Die Luftverschmutzung geht weg. Okay. Das heißt, wir können hier weitere Industriegebiete ja, hochziehen. Finde ich gut. So. Gut. Dann alle aus. Und dann bitte hier Parks rein. Einfach Parks reinmachen. So, und dann hier am besten muss hier noch eine Feuerwehr hin, denke ich mal, oder? Tatsächlich. Okay. Dann los. Ja, da kommen sie. Ha, wunderbar. Jobs und Bevölkerung. Ja, ist. Ah, okay. Ist vorne maximal Peak ein bisschen weg. Straße platzt aus allen Nähten. Ja, okay. Mach aber den Bäumetrick. Genau, den Bäumetrick können wir noch einmal machen. So. Und dann sollte das eigentlich so ja, passen. Ja. Ist okay. Ist okay. Ja. Würde ich vorschlagen, passt. Da ist aber eins verlassen. Warum? Geringe Nachfrage. Warum? Hä? Okay. Ja, gut, ich meine, das schwankt, ne? Ja, komm, reicht erstmal so. das heißt, wir bräuchten eigentlich noch eine Stadt für... Das können wir wegmachen, oder? Kommt, wir brauchen keine Schwerindustrie. Wir brauchen erstmal Hightech-Industrie hier. So, gut, dann... Stadt gründen. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, dass wir hier Hightech-Industrie-Nachfrage brauchen. Okay. Ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, dass wir hier in der Hauptstadt erstmal noch weiter bleiben können. Aber dann ist dem halt nicht so. Okay, verstehe schon. Ja, das ist Hightech-Industrie. 16.000 Jobs brauchen wir erstmal. Slope-conforming Windmill ist es denn? Okay, interessant. Na gut, das liegt wahrscheinlich mit dem Network Add-in Mod zusammen hier. Okay, dann können wir ja auch schon loslegen, ne? So, Zone ist groß angeblich. Ja, gut, wieder erwarten. Haben wir jetzt wieder was zu tun außerhalb unserer Hauptstadt? Was ist das denn? Microwave. Oh, krass. 1 Million. Haben wir nicht. 1 Million aber nicht, sorry. So, dann Wasserleitung noch verlegen. Wie gesagt, null mit gerechnet gerade. Aber ist okay. Das sagt ja auch, dass unsere Hauptstadt weiter wächst. Ja. So. Ah, verdammt. Ja, okay.
Gut, dann mach das mal so. Ihr seht, ich bin ein bisschen ungeduldig, was sowas hier angeht, ne? Ach, wir brauchen noch Parks, ne? Und eine Feuerwehr vor allem, eine Feuerwache, okay. Dann kriegt ihr die natürlich. So. Ja gut, und Parks. Okay, dann machen wir die mal an die Kreuzungen. So, damit wir hier möglichst Platz sparen auch. Vielen Dank auch an Elite, dass du das rausgefunden hast mit dem, mit der Kreuzung, dass ich die Parks an die Kreuzung machen sollte. Platz zu sparen für die großen Firmen ist richtig, absolut richtig. So, gut, dann Müllkraftwerk. Eins sollte erstmal reichen. So, und dann machen wir hier den bei den Stadtverordnungen. Nachbarschaftshandel. Ah, nee. Ja, wobei Nachbarschaftshandel. Mit neue Stadt. Hm, nee. Ah, ich wollte eigentlich auch nochmal ausprobieren, das mit der, ja, mit den Supportstädten. Ne, das war da mehrere Städte mit verbinden, aber ach, das ist so viel. Viel zu tun hier. Verordnung zur Luftreinheit, so. Gut. Jobs und Bevölkerung. Ja, 12.000. Okay. Dann machen wir mal weiter. Neue Wasserleitung ziehen hier. So. Ach, da haben wir gleich auch schon wieder die Folge voll. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jetzt hier mehr in der Hauptstadt machen, aber ist okay. Kommt. Ja, dann dauert das Projekt halt noch ein bisschen. Ich finde es gut. Ich meine, SimCity 4 kann man endlos spielen, wirklich. Und ja, dann. 49.600. So, okay, dann. Ihr könnt kommen. Sim suchen Büros. Ihr könnt euch gerne ansiedeln, danke. Also so langsam ist, ja. Wollte schon sagen. Zack, 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 zack. Einfach schön die Parks an die Kreuzungen. Ja, das ist ein guter Tipp von dir, Edith. Danke. Dann bleibt nämlich Platz für die großen. Und schon haben wir. Schau dich das an. Und schon haben wir hier Überbedarf. Alles klar. Dann ab in die Hauptstadt. Und mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja? Okay, also so langsam kommen wir wieder in den Bereich. Ich meine, wir haben schon ein Viertel. Kommen wir wieder in den Bereich, wo, ja. Ja, wo die Nachfrage wieder Probleme macht, ne? Vorsicht. Vorsicht. Oder soll man Steuern sinken? Das geht natürlich auch. Auch noch ein Trick. Ne, Steuern senken. Können wir einmal machen. So. Gut. Ja. Die Nachfrage ist wieder da. Okay. Ein Steuertrick. Alles klar. Dann warten wir einfach jetzt mal ab. Würde ich vorschlagen. Und die Nachfrage ist wieder da. Ha, sehr schön. So muss das laufen, Freunde. So muss das sein. Ja. Dann können wir eigentlich auch wieder Wohnungen bauen, ne? Ja, theoretisch, ja. Können wir machen. Sehr schön. Dann machen wir das doch. Okay, dann haben wir also doch... Dann sind wir also doch wieder in der Hauptstadt unterwegs. Sehr cool. Sehr, sehr gut. Hä? So. Ja, es fängt an, ein bisschen was an zu ruckeln. Ich weiß gerade nicht, woran das liegt. Boah, hier kann man eigentlich wunderbar eine Einbahnstraße hinmachen, ne? Ja, dann macht das. Einbahnstraßen. So, und so. Genau. Perfekt. Und dann haben wir hier 4x4 und 3x3. Genau, und die Monorail. Haben sie hier halt erstmal keine Monorail. Tatsächlich. Ja, ist halt erstmal so, ne? Bus und U-Bahn. Bus und U-Bahn.
Und ich sehe schon, die Folge ist gleich wieder voll. Na, blöd. Die Folge ist jetzt voll, um genau zu sein. Aber hey. Machen wir erstmal nochmal das mit den Wohngebieten hier. So. 4x4, 3x3 und in der Mitte noch. Ah, zu spät. So, dann machen wir hier eine Grünflächen rein. So. Wunderbar. Dann machen wir noch einen Bäumetrick hier. Neue Stadt, beliebter Fleck für letzte Ruhe. Ja, ein Friedhof. Wo können wir den denn reinmachen? Machen wir den einfach mal. Boah, hier so hin. So. Okay. Dann noch ein Bäumetrick. Und beim nächsten Mal werde ich die Autobahn mal ein bisschen reparieren. Weil ihr seht, da ist eine Sackgasse, ne, mit der Autobahn. Und, ja. Das Ganze muss repariert werden. Aber da habe ich nicht drauf geachtet, verdammt. Hier habe ich nicht drauf geachtet, tatsächlich. Das ist mein Fehler. Aber ist soweit nicht schlimm, weil wir könnten ja. Wir können ja Kurven machen. Und dann so das machen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aha. Kommst du jetzt bald mal? So, genau, so können wir das ja machen, ne? Genau. Da können wir die miteinander verbinden. Ja, danke. Puh, ey. Ja, wobei, ist das wirklich so sinnvoll? Ja, doch, mit einer T. Moment. Mit einer erhöhten T-Kreuzung. Ah, danke. Puh, das war knapp. Okay, dann haben wir das ja. Dann verbinden wir das noch schnell. Danach dann. Moment, dann machen wir hier auch T-Kreuzungen. Welche T-Autobahnkreuzung? Na, komm. Hallo, ich möchte es bitte so. Ich möchte bitte. Verdammt, warum geht das denn jetzt nicht? Geht das so, wenn wir das hier so machen? Erhöht die Autobahn. Ah, okay. Das war aber falsch. Das machen wir noch eben schnell. Die Autobahn miteinander verbinden. So. Und dann hier überhöht. Ja. Ah. So wollte ich das doch haben. Sehr gut. So wollte ich das haben, Freunde. Und ich wollte schon sagen, warum geht das nicht? Da haben wir das Problem doch umschifft, finde ich gut. Erhöhte T-Kreuzung. Ha, perfekt. Ah, es ist perfekt, Freunde. Alles klar. Ein Moment. Ja, da bin ich wieder. Aber dafür sowieso jetzt die Folge beendet haben, würde ich vorschlagen. Ja, liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja. Da würde ich sagen, schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.